Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Taz Talk Leipzig liest extra. Leider nicht aus Leipzig, aber dafür live aus Berlin und aus Köln. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich unseren Gast. Es ist der Musiker, Songwriter und Maler Wolfgang Niedecken. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Wir freuen uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Wunderbar, wunderbar. Ja. So, mein Name ist Peter Unfried und das Buch, über das wir sprechen wollen, ist gerade erschienen und heißt Wolfgang Niedecken über Bob Dylan, ist aus der Kiwi Musikbibliothek, erscheint eben bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 14 Euro. Bevor wir loslegen, kleiner Werbeblock. Online-Inhalte bei der Taz sind frei, aber wir haben eine ganz tolle Sache, nämlich die heißt Taz zahl ich. Da kann man freiwillig zahlen und uns damit und unseren Journalismus unterstützen. Also wenn Sie Lust und ein bisschen was übrig haben an Kleingeld, bitte sehr gern. Der zweite Punkt, den ich sagen soll, ist und auch möchte, wenn Sie Fragen stellen wollen während des gesamten Gespräches jederzeit, dann machen Sie das bitte auf YouTube oder auf Facebook. Ich kriege das dann hier eingeblendet und gebe sie dann an Wolfgang weiter. So, das waren die Formalia. Jetzt sage ich noch ganz kurz, das ist das dritte und letzte für die ganz wenigen, die es nicht wissen. Wolfgang Niedecken ist geboren am 30. März 1951 in Köln, Stadt aller Städte. Und er ist also gerade 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu, Wolfgang. Danke, danke, danke. Und er ist einer der erfolgreichsten, aber vor allem ist er einer der wichtigsten deutschen Musiker der letzten Jahre. 50 Jahre kann man schon sagen, inzwischen Gründer, Songwriter und Sänger von BAP. Und das sind, weiß nicht mehr genau die Zahl, aber über 15 Millionen verkaufte Platten, einige davon zentral verankert in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und Wolfgang hat immer wieder auch Songs von Bob Dylan übersetzt und gespielt. Ich glaube, angefangen mit Like a Rolling Stone, auch von Drinnen nach Trusse, 82. Stimmt das? Ja, das habe ich aber vorher schon übersetzt. Und der allererste Song, den ich von dem übersetzt habe, war Girl from the North Country. Das war Oh. das ist aber irgendwie, stand nie zur Debatte, das irgendwie auf einem Album zu haben, weil wir immer genug eigene Balladen hatten. Und ich habe jetzt dann mal in unserer Weihnachtsedition, habe ich jetzt endlich mal aufgenommen. Endlich mal. Ah, okay. Also jedenfalls Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Davis, das sind deine rockmusikalischen Inspirationen oder auch die Figuren, die dich geprägt haben. Aber ohne Dylan, sagst du, den du mit 15 gehört hast, gäbe es keinen Musiker Niedecken. Kann man das so hart sagen? Ja, in der Schülerband hätte es den schon gegeben, ja? Aber dass ich dann mit 15 angefangen habe, meinen Bass wegzugeben, es war halt diese Geschichte, wo unser damaliger Sänger sagte: Jungs, ihr müsst euch einen neuen Sänger suchen, ich muss Abitur machen, habe jetzt keine Zeit dafür. Und hatte aber die Single von Like a Rolling Stone, hat auch den Text schon rausgehört und dann hat er das laufen lassen. Und da war vollkommen klar, ich werde der neue Sänger. Ich will nämlich dann solche T Stücke schreiben, solche Texte schreiben wie der Typ mit der Sonnenbrille und will die auch singen. Und dann musste jemand anders Bass spielen und von da an habe ich dann versucht, sowas zu machen. Also ich denke, in den ersten Jahren die Texte, da hätte man mich jetzt mit erpressen können, aber ich habe es halt versucht. Also, Like a Rolling Stone hat dich im Grunde zum Sänger gemacht. Und da kann ich gleich irgendwie meine Lieblingsfrage nachschieben. Like a Rolling Stone gilt ja im Grunde als der wichtigste Song irgendwie der Rockgeschichte. Ist er das, deiner Meinung nach? Also ich glaube schon. Also ich glaube einfach, weil der zu der Zeit auch wirklich so, soll man sagen, so haptisch gewirkt hat. Das war nichts, wo man jetzt intellektuell drauf eingestiegen ist oder nur, dass er nur den Unterleib berührt hat, sondern er hat alles berührt. Man wusste eigentlich gar nicht, was da jetzt, wovon eigentlich die Rede ist. Man hat, also da unser damaliger Sänger hat den Text herausgeschrieben und er konnte relativ gut Englisch. Und dann sah man diese ganzen tollen Begriffe, Napoleon in Rags und diese ganzen, wo man denkt, was passiert denn jetzt? Weil bis dahin war ja eigentlich, man war ja gewohnt, dass Rockmusik eigentlich Boy Meets Girl Texte waren. Also was haben die Beatles bis dahin gemacht? Haben die Stones, gut, die Stones haben Blues-Sachen gesungen in erster Linie. Aber das war eigentlich ziemlich harmlos. Auf einmal kommt da so ein
Wir wussten noch nichts von Surrealismus, von Dada, das wussten wir alles noch nicht. Wir wussten auch nichts von den Beat-Poeten. Das hat man sich nachher dann erst erarbeitet. Wir wussten nur, dass die Beatles gesungen haben, I wanna hold your hand and she loves you and from me to you and hold me tight und weiß der Geier was. Auf einmal kommt der mit so einem Ding da an. Das war schon ein Brett. Und das hat viele Leute auch dahin gebracht. Es gibt auch so eine Geschichte, wo Bruce Springsteen das Ding zum ersten Mal gehört hat. Er sagte, wäre mit seiner Mutter im Auto gewesen, im Autoradio wäre das gelaufen und er hätte darum gebeten, doch rechts ranzufahren, damit er das in Ruhe hören kann. Ja, okay. Ja. Wo sitzt du gerade, Wolfgang? Ich sitze auf meinem Schreibtisch, bin ich irgendwie am Knarzen oder sowas? Nee, ich wollte es einfach nur wissen, dass wir wissen ungefähr. Ja, ich sitze an meinem Schreibtisch und du vermutlich an deinem. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Bist du wohl. Ja, genau. Wo ich raus wollte, ist, dass in dem Buch ja steht, dass du 4 Meter Dylan-Literatur rumstehen hast. Die sehe ich hier nicht in diesem Zimmer. Die sind da in der Richtung. Ah ja, okay. Aber es sind vier Meter. Das, wie viele also Bücher, locker, ja. Wie viele Bücher sind das ungefähr? Keine Ahnung, ich bin kein Zahlenmensch. Ich bin froh, wenn ich mir die 4 merken kann. Okay. Und eins vielleicht noch, auch zum Buch. Du bist von Helge Malchow, dem Kiwi-Herausgeber, gezwungen worden, dieses Buch zu schreiben. Stimmt das? Ja, gezwungen nicht, aber er hat mich immer wieder ermahnt, das doch jetzt dann doch mal zu machen. Und wir kennen uns ewige Zeiten, also wir kennen uns seit 40 Jahren. Ja klar, mache ich das gerne, vor allen Dingen für diese Serie, für diese Musikbibliothek-Serie, weil das ja so schön subjektiv ist. Also die 10.000. Dylan-Biografie brauche ich nicht. Die habe ich alle da. Ja? Und nein, aber so diese subjektive Schreibweise, dass jeder über denjenigen schreibt, der ihn am meisten so berührt hat in der Zeit. Teilweise auch Irrtümer. Ja? Und es sind wirklich, ich habe die fast alle gelesen auch aus dieser Serie. Der Gosen hat über die Beatles geschrieben, aus diesem, diesem Ruhrgebiets-Blickwinkel. Dann hat einer über einen Roman geschrieben, wo Songs vom Cohen drin vorkommen. Ich fand das eigentlich ganz charmant. Und ich habe dann halt geschrieben über diese Reise, die wir vor ja, mittlerweile schon fast auch wieder 4 Jahren für Arte gemacht haben. Diese Reise auf den Spuren von Bob Dylan. Der Arbeitstitel war, glaube ich, Bob Dylans Amerika. Und ja, und es ist praktisch, was ich da geschrieben habe, ist eigentlich sowas wie ein geschriebener Roadmovie. Ich erzähle von dieser Reise, Rückblicke, Rückblenden zu Zeiten, wo mit mir irgendwas mit Dylan passiert ist. Und ja, und der Helge hat versucht, so eigentlich so jeden Monat mal angerufen und hast du mal angefangen oder ja, okay. So. Und irgendwann, dank Corona, hatte ich dann tatsächlich auch Zeit. Weil ich hatte ansonsten Gott weiß was zu tun gehabt. Und irgendwann dachte ich, komm, jetzt schreibst du das mal. Mir wurde natürlich auch bewusst, dass der Dylan jetzt 80 wird und dass ich dem Helge wahrscheinlich einen großen Gefallen tue, wenn ich das Ding dann auch dann fertig habe. Und als ich einmal dran war, hat es auch einen unglaublichen Spaß gemacht. Wirklich, hat es richtig großartigen Spaß gemacht. Und, liest sich auch so. Ja, danach sind mir noch 1000 andere Sachen eingefallen, was da alles, was ich auch noch hätte schreiben können, aber irgendwann war es halt mal fertig. Also Dylan ist, die Dylanologen und wissen das, aber vielleicht ein paar wissen es nicht, diese Woche 80 geworden, am 24. Mai. Wie hast du den Tag gefeiert? Ich habe ihn nicht gefeiert, nein. Ich bin eigentlich noch in den Nachwehen von meines eigenen 70. Geburtstags, was das da nämlich an Brett abging, das habe ich auch noch nicht gekannt vorher. Was oh ja, da das wäre meine nächste Frage gewesen. Konntest du den feiern einigermaßen? Ja, in Familie natürlich. Ne? Und meine Frau hat dann so kleine Timeslots verabredet, wo man mir irgendetwas unten an die Eingangstür bringen konnte, wo man auf Distanz sich dann bedanken konnte. Also es war alles ganz rührend. Es war wirklich ganz, ganz rührend. Und es war eigentlich auch ganz schön, das mit Familie zu machen, weil ich bin eigentlich
auch ein Geburtstagsmuffel. Ich habe das eigentlich nicht besonders gerne, wenn ich meinen Geburtstag feiern muss. Ja, ich versuche mich dann immer irgendwie zu verdrücken. Oder eben, ich habe es ganz gerne, wenn ich auf Tour bin, da wird ja sowieso gefeiert. Da geht das wunderbar. Und hier bei der Geschichte war ich natürlich sehr gespannt, was dann jetzt passieren würde. Und es ist einiges passiert, klar. Einige Aktionen, die draußen stattgefunden haben, die Konzertagentur hat einen Flieger gemietet, wo hinten so ein riesen Lappen dran hing, mit Glückwunsch. Und die Jungs von der Südkurve hier aus dem Stadion haben die komplette Südbrücke hier in Köln, ein Riesenspruchband, so wie das normalerweise im Stadion hängt, ein Riesenspruchband auf Kölsch, alles Jode zum Geburtstag, wir sind froh, dass wir dich haben. Von einer Seite zur anderen Rheinseite, das war unfassbar. Mhm. Da bist du, bleibt ja schon mal ein bisschen die Spucke weg. Das ist schon, war sehr rührend. Und jetzt muss ich die sentimentale Frage stellen. Du bist 70, wenn du jetzt auf deinen 30. zurückschaust, denkst du dann verdammt kurz her? Ja, ich kann mich noch an meinen 30. Geburtstag tatsächlich erinnern. Ich weiß noch ganz genau, da hatte mich irgendein Blödmann. Es war ja gerade so, dass wir so halbwegs in Köln ein bisschen bekannt wurden. Es war nach dem zweiten Album und in Köln waren wir schon halbwegs bekannt. Und dann sprüht jemand, ich wohnte Hochparterre in der Teutoburger Straße, sprüht einer über die ganze Fahrbahn vom einen Hausende bis zum nächsten 30 Jahre Wolfgang Niedecken. Das Ding hat da locker ein halbes Jahr lang gestanden, bis das dann endlich irgendwann abgefahren war. Ja, und somit war ich natürlich auch nicht mehr sehr anonym an der Stelle. So, jetzt muss man nochmal fragen, weil das für die einen ist das selbstverständlich, die anderen können das überhaupt nicht verstehen. Warum ist Bob Dylan der wichtigste Musikkünstler für dich? Ob das der wichtigste Musikkünstler ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber er ist derjenige, der die Lyrik in den Rock'n'Roll eingeführt hat. Also das, was an Vorleistung, sagen wir mal, der Beat-Poeten von Kerouac, Ginsberg, der hat praktisch den Staffelstab übernommen. Das Ganze natürlich dann auch mit der Folkmusik verknüpft, auch Chuck Berry mit dem Rock'n'Roll. Und das ist irgendwie so, aus diesen drei Bestandteilen hat er wirklich diesen Zopf geflochten. Und das war sehr, sehr wichtig. Und halt immer beständig und immer weiter daran gearbeitet. Und selbst wenn es irgendwann mal Platten gegeben hat, die uninspirierter waren, hat auch Platten gegeben, wo ich es nicht geschafft habe, mir die schön zu hören. Das gibt es auch alles. Aber In the Groove beispielsweise. Okay. Also da sind ein paar Platten, wo es ein harter Tobak ist. Also, wenn wenigstens ein gutes Knocked Out Loaded ist so ein Album, ein Riesenstück drauf und der Rest ist eigentlich, man sagt ja immer, hat man auf der Kunsthochschule gemerkt, haben wir auf der Kunsthochschule gelernt, hinter jedem guten Maler steht auch ein guter Wegwerfer. Mhm. Ja, und anscheinend an einigen Stellen bei Dylan stand da kein guter Wegwerfer hinter ihm. Okay, ja, da kann ich gleich eine Frage aus dem Chat stellen, die passt ganz gut. Matthias Joss fragt, kann sich Wolfgang mit den, Zitat, religiösen Überzeugungen von Bob identifizieren? Also wir sind jetzt Ende 70er Jahre. Ich denke, dass er zu der Zeit auf der Suche war. Er ist ja wirklich ein Suchender. Bob Dylan hat ja ewig versucht, irgendwas zu finden und ich weiß nicht, was er jemals gefunden hat, aber war immer ein Suchender und da war dieser Aspekt Religion, ihm ist wohl was passiert, wo er dann tatsächlich auf einmal anfing, diese religiösen Texte zu schreiben und ich bin ja katholisch erzogen worden. Also ich würde mich jetzt als restkatholisch bezeichnen, also ein Agnostiker mit Gottvertrauen, so einer, so
Das ist jetzt ein Oxymoron, aber ich fühle mich in diesen Oxymoron eigentlich ganz, ganz wohl. Ja? So, also ich bin kein Atheist jedenfalls. Und trotzdem würde ich sagen, dass diese drei Platten, das sind ja drei Stück gewesen, dass diese drei Platten von der musikalischen Qualität okay waren. Das erste hat der Knopfler produziert. Das zweite, das war harter Tobak, schon allein das Cover war schon furchterregend. Das sah aus wie aus einem Traktatenstand gezogen. Das war, ich habe es gesehen, habe ich gedacht, du, jetzt was passiert denn jetzt? Und das dritte war dann schon wieder okay, das Shot of Love, da sind ein paar gute Stücke drauf. Every Grain of Sand, großartiges Stück, eins meiner Lieblingsstücke. Also ich würde nicht sagen, er hat das halt probiert und ich glaube, der wäre auch, mal sagen, besser gefahren, wenn er bei den Konzerten nicht gepredigt hätte. Wenn er einfach nur die Stücke gespielt hätte, würde man sagen, okay, er hat halt seine Gospelphase und okay, freie Meinung, dann ist das halt so. Aber er hat leider einen Großteil dieser Konzerte mit seinen Predigten total runtergezogen. Das, wo dann auch Leute, die geduldigsten Leute sagen, komm, jetzt hör auf, Mann. Mach Musik, ja, was normalerweise ein bisschen unfair ist. Heute würde man sich wünschen, er wird ab und zu noch mal was sagen. Ja, genau, da kommen wir noch drauf. Ja. Ich würde jetzt mal die für dich unangenehme These aufstellen, dass es bei Pop mehr um die Musik geht als um den Text. Also These, die Gefühle werden von der Musik erzeugt oder verstärkt. Und das stelle ich mir jetzt für Geschichtenerzähler wie dich oder Dylan auch so ein bisschen kränkend vor. Würde ich bei Dylan nicht unbedingt sagen. Ich würde das auch bei uns nicht sagen, also bei dem, was ich so mit meiner Band mache. Es muss halt immer in der richtigen Gewichtung sein. Wenn die Platten schlecht produziert sind, wenn du Platten hast, oder jetzt andersrum, wo man in erster Linie den Wert auf die Musik legt, wo du sagst, sozusagen, das hat man ja alles durchdiskutiert in diesen ganzen Jahren, wo ich das jetzt schon mache, wo irgendwann war immer die These, die Stimme ist auch nur ein Instrument von vielen. Das stimmt einfach nicht. Also ich sag, mittlerweile bin ich mir auch fest davon überzeugt, dass ein Album, ein Dylan-Album, ein Springsteen-Album, nehmen wir nur mal meine Heiligen, ja, Neil Young, ein Ray Davis-Album, die müssen songdienlich arrangiert werden. Wenn die nicht songdienlich arrangiert sind, wenn es einem dann passiert, ist mir letztens noch passiert, dass ich ein Stück, das ich ewig nicht mehr gehört habe von mir, also ein Stück, ein Bab-Stück, habe ich mir nochmal aufgelegt und musste selbst dann den Text mitlesen. Das kann nicht sein. Das heißt also, ja, das heißt schon, das war nicht songdienlich produziert. Okay. Und das war eigentlich so in der Zeit, wo ich dachte, hoppla, da haben wir es eigentlich geschafft. Das war ein Stück vom Album Radio Pandora. Das wollte ich nochmal hören. Wolf und Skorpion heißt das. Na ja, okay. Ich musste selber, was habe ich denn da gesungen, verdammt nochmal. Das ist natürlich, wenn du so ein Album aufnimmst und dann selber bei einem Mischprozess zugegen bist, irgendwann wirst du ja betriebsblind oder betriebstaub. Du hörst ja Sachen, die man normalerweise nicht hört. Klar, der Text wird schon klar sein, das wird schon verständlich sein. Deswegen ist es immer ganz gut. Ich werde das in Zukunft mal öfters machen, mal alte Sachen anhören, ohne den Text mitzulesen. Dann kann ich mich nochmal reinversetzen, wie das denn damals war für die Kundschaft. Eine Frage, die mich eigentlich auch beschäftigt, Dylan-Songs, die haben ja auch Pop-Song-Qualitäten, aber eben meist erst in Coverversionen. Ja, also denk an die Birds oder auch Manfred Mann's Earth Band. Aber was heißt das für dich? Ja, also was die gemacht haben, jetzt beispielsweise die Birds und Manfred Mann, die haben ja solche Stücke wie Quinn the Eskimo, das Stück heißt ja schon noch nicht mal mehr so, wie es beim Dylan geheißen hat. Ja, genau. Ja? Der achtet, und dann lässt er auch Strophen weg, die ihm nicht passen, muss halt die entsprechende Länge sein, würde der Dylan niemals machen. Der singt so viele Strophen, wie er meint, dass es richtig ist. Und wenn das Ding über eine ganze Plattenseite geht, dann macht er das halt.
Aber Manfred Mann hat das schon sehr, sehr clever gemacht. Er hat halt Popmusik draus gemacht. Aber da gibt es ja jede Menge Beispiele von. Da gibt es auch Beispiele von, wo jemand nicht unbedingt an Popmusik gedacht hat. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Das ist ansonsten ein Song, wo man denkt, ja, ist okay, aber die Welt ist das jetzt nicht unbedingt ein prima Text. Aber Jimi Hendrix hat da draußen einen Song gemacht, unerreichbar. Schon allein dieser schräge Einstieg, wo der da im Off einsteigt und irgendwann ist das Gitarrending dann da, wo es eigentlich hingehört, ist fantastisch. Also absolut fantastisch. Und Dylan war da auch sehr, sehr happy mit dieser Version. Die waren ja gegenseitige Fans. Ne? Der Jimi Hendrix ist ja immer mit einem Bob Dylan-Buch, mit einem Bob Dylan-Textbuch durch die Gegend gelaufen und hat versucht, sich davon inspirieren zu lassen oder hat selber sowas gespielt. Die waren schon gegenseitig sehr begeistert voneinander. Ja, nur dass die Tour von Hendrix leider sehr früh zu Ende war. Leider, leider, leider. Ja. Was wäre da noch alles gekommen? Da wäre noch Gott weiß was gekommen. Eine Sache, die irgendwie Dylan-Fans auch überhaupt nicht verstehen können, ist, dass andere Leute seine Stimme fast nicht aushalten. Also sie können die Musik eigentlich gar nicht irgendwie, sie können gar nicht zuhören, weil ihnen die Stimme so unangenehm ist. Ja, das ist ja von Platte zu Platte verschieden. Also ich kann verstehen, wenn einer bestimmte Live-Platten, wo er nur versucht, irgendwie nur zu entkommen, damit du ja nicht mitgesungen werden kann und dann, wo du dann selber auch als halbwegs Fachmann erst nach einer Minute am Refrain, ach so, das soll das sein. Da bin ich auch manchmal etwas ratlos, aber dass man bestimmte Stimmen in bestimmten Phasen vom Dylan nicht besonders gut aushält, kann ich nachvollziehen. Also ich kenne ja auch so Leute aus meinem Bekanntenkreis. Aber Gott sei Dank, mein Glück ist, dass meine Frau Dylan aushält. Die hält aber Neil Young nicht aus, beispielsweise. Nee. Also nein, die hält Neil Young nicht aus. Keine Bei mir Ahnung, so Falsettstimmchen, da läuft die raus. Das gibt anders. Okay, gut. Ich habe gerade gesagt, bei mir ist es andersherum oder bei meiner Frau ist es andersherum. Die steht auf Neil Young, aber die hält Bob Dylan nicht aus. ja, jede Okay. Jäger ist anders. Jetzt die große Frage, die er ja auch im Grunde immer, wo er die Antwort vermieden hat, ist ja, wer ist Dylan? So, und du hast ihn ja zweimal getroffen, lesen wir in diesem Buch. Aber so richtig näher gekommen bist du ihm dabei auch nicht, oder ist Ja, das? ich habe mich aber auch überhaupt nicht bemüht, ihm näher zu kommen, weil also das erste Mal war ein totaler Zufall. Wir haben damals, das war im Jahr, glaube ich, 2000 oder 2001, glaube 2000 war es, haben wir hier in Köln gedreht mit Wim Wenders den BAP-Film. Und an einem dieser Abende spielte Dylan hier in der Köln Arena. Und da der Wim den Dylan kennt, noch aus der Zeit der Rolling Thunder Review, wo Wims damalige Frau, die Roni Blakely, mit auf der Bühne stand, die hat da Chor gesungen. Ja. Und seitdem kennen die sich persönlich. Und Dylan steht auch auf Wims Filme. Und das war einfach eine wunderbare Gelegenheit, da mal vorbeizugehen. Und dann, wir haben dann hinter den PA-Wings gestanden und haben uns das Konzert angeguckt. Und ab und zu guckt er rüber, hat sich gefreut, dass der Wim da war. Konnte man auch sehen, dass er sich gefreut hat. Und dann anschließend dann in der Garderobe. Und dann ist das halt eine ganz andere Situation als bei so einem Meet and Greet oder sowas, was er sowieso nicht machen würde, wo dann der eine Kumpel dem anderen Kumpel seinen Kumpel vorstellt. Und dann, es war sehr nahbar. Das war überhaupt jetzt nichts Abweisendes oder Hochnäsiges oder Schüchternes. Es waren einfach zwei erwachsene Männer, die sich miteinander unterhalten haben und ich durfte dabei sein, habe auch mal ein bisschen was erzählt. Aber im Wesentlichen denke ich auch, so ist das also. So ist das, wenn man den irgendwie unter ganz normalen Vorzeichen trifft. Und was sehr nett war, also auch sehr interessiert. Also, habe ich auch in einem Buch geschrieben. Also der nächste Auftritt war in Berlin und er wollte dann von Wim einiges über die deutschen Kaiser wissen. Er ist auch sehr wissbegierig, das merkt man ja auch, wenn man seine Texte liest, das letzte Album, was da alles drin vorkommt. Ist ja unfassbar, was das für ein Kaleidoskop an Möglichkeiten.
Und dann war eben immer ein Thema, war bestimmte Kaiser, wo er jetzt was von wissen wollte. Und Wim war natürlich dann teilweise auch überfragt. Hat, weißt du was, ich komme da nach Berlin nochmal, dann bringe ich das Zeug mit. So. Und dann schreibst du, was immer das bedeutet, er habe einen schlappen Händedruck. Das ist ganz einfach. Er hat wirklich einen Händedruck wie ein Waschlappen. Okay. Also das ist, ich mutmaße, er hat irgendwie irgendwas sowas wie Gicht oder Rheuma in den Händen. Sodass er, okay. Und mich hat keiner vorgewarnt. Und ich bin halt gewohnt, dass ich jemanden fest die Hand drücke. Das hat man mir als Kind beigebracht. Ein Kerl hat einen anständigen Händedruck. So. Und instinktiv drücke ich halt zu. Ja. Und das war in dem Fall nicht gut. Im Moment dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich dem Meister die Hand gebrochen. Das war nicht gut. Jetzt ist es vorbei. Und beim zweiten Mal, als ich zum zweiten Mal traf, das ist allerdings dann, glaube ich, 9 oder 10 Jahre später war das, kam er auf mich zu, so mit der Ghetto-Faust. Und ich denke, was denn jetzt? Und habe im letzten Moment dann geschnallt, ach, das ist also angedacht. Und dann war es dann okay. So. Und du schließt darauf zurück, dass er aus der ersten Begegnung gelernt hatte, oder? Nein, ich schließe darauf zurück, dass das mittlerweile öfters passiert ist und dass er sich da eine Taktik überlegt hat, wie er dem entkommt. Da gibt es ja auch diese schöne Geschichte, mit dem, wo der Obama ihm diesen wichtigen Orden da verleiht. Und normalerweise muss man ja dann auch was sagen, wenn man mit einem Orden dekoriert wird und man schüttelt dann auch die Hand von dem entsprechenden Staatsmann. Und aber offensichtlich hat dem Obama das dann auch schon einer gesteckt, dass er das so nicht so gerne hat. Und Obama hängt ihm diesen Orden um und tätschelt ihm auf die Schulter. Und was macht der Dylan? Er tätschelt zurück. So, diese Szene gibt es auf YouTube. Die kann ich mir ewig angucken. Ich spreche da jedes Mal zusammen. Ja, sensationell. Ja, unbedingt. Also bei der Frage, wer ist Dylan, da habe ich jetzt dieses Zitat aus dem Song Rough and Rowdy Ways. Und er sagte, I'll be saved by the creature that I create. Und dann schrieb Peter Kümmel gerade in der Zeit, das sei der Schlüssel zu Dylans Werk. Also eine Kreatur, die ich aus gesammeltem Material selbst erschaffe, wird mich retten. Was heißt das für dich? An einer anderen Stelle in diesem Album singt er ja, I contain multitudes. Ich enthalte viele Möglichkeiten oder viele, ja, und ich enthalte vieles. Und nee, der wird dem nicht auf die Schliche kommen. Ich glaube, das ist einer, der wirklich in seinem Werk auch aufgeht. Und das, was der Kümmel jetzt da zitiert hat, das stimmt natürlich, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, er ist auch ein Privatmann, er ist auch ein Familienmitglied. Ja, über seine Familien weiß man so gut wie gar nichts. Gott sei Dank, er ist in der Lage, das alles so zurückzuhalten, weil es geht ja auch keinen was an. Ja, also das bisschen, was nach außen dringt, also wenn man beispielsweise, ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen mit seinem Sohn, mit Jacob Dylan, oder war eine Frage, ob das denn stimmt, dass das Album Blood on the Tracks, also normalerweise beantwortet der Jacob Dylan überhaupt nichts zu seinem Vater, aber irgendwie hat er dann doch was geantwortet, dass das wirklich nicht über seine gescheiterte Ehe mit Jacobs Mutter sich davon handeln würde. Und er sagt, ja, natürlich handelt das davon. Wenn er dieses Album hört, dann würde er seine Eltern miteinander streiten hören. Ganze Sätze wären aus diesem heimischen, aus dieser Situation, die er natürlich als sehr junges Kind miterlebt hat. Aber er hätte seine Eltern da total drin wiedererkannt. Aber das gehört letztendlich. Dylan gibt ja auch keine Erklärungen zu seinen Songs. Der sagt ja diesen wunderbaren Satz, it's all in the song. Ja? Hol dir das raus aus dem Song, ich muss dir nicht erklären, wovon der handelt. Das macht er. Wenn mich einer nach was fragt, dann versuche ich eine Antwort drauf zu geben, aber Dylan, no, it's all in the song. Ist ein gutes Recht. Ja.
Also diese Rollen, die er spielte oder die man ihm zugewiesen hat, Folksänger, Rocksänger, Tramp, wiedergeborener Christ, hatten wir schon auch revolutionär. Sind es dann alles Masken oder sind das Zuschreibungen, die von außen kommen? Sowohl als auch. Er sagt ja auch, irgendwann hat er in einem Interview gesagt, I'm a song and dance man. Ja, genau. Ist auch sehr gut. Und was ich auch sehr schön fand, diese Antwort, war er auf dem Flughafen, hat ihn jemand empfangen und hat ihm eine übergroße Glühbirne geschenkt. Und anschließend gab es eine Pressekonferenz und jemand hat gefragt, was denn seine Message wäre. Und er sagte, always carry a light bulb. Ja, das ist. Finde ich auch sensationelle Antwort. Aber ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die da jahrelang drüber nachdenken. Ja. So. Dir selber wurde ja zumindest in den frühen 80ern, aber eigentlich auch viel länger, auch eine Rolle zugesprochen, und zwar die des politischen Revoluzers. Und manchmal hatte man auch den Eindruck, dass du diese Rolle angenommen hast. Es hängt bei mir immer davon ab, in wie sehr mich ein bestimmtes Thema ergreift, wie sehr ich davon auch mitgerissen werde. Also nehmen wir jetzt mal so letzte Beispiele, als ich zum ersten Mal in Norduganda war und habe mitgekriegt, was mit den Kindersoldaten da abgeht. Da war das für mich vollkommen klar, dass ich nicht so tun könnte, als hätte ich das nie gesehen. Das hat bei mir im Kopf so viel auch ausgelöst und ich habe so viel darüber nachgedacht, habe schlecht geschlafen und habe auch teilweise auch bin auch vielen Leuten auf den Nerv gegangen, weil ich da immer wieder drüber reden wollte, bis ich dann selber merke, hoppla, da scheint ein Song draus zu werden und aus dem Song sollte dann auch wieder mehr werden. Ich habe dann schließlich dieses Rebound gegründet, wo es darum geht, ehemalige Kindersoldaten und Jugendliche, zwangsprostituierte Mädchen wieder eine Chance zu geben, in die Gesellschaft zurückzukommen. Ja, und das war dann einfach, da war ein Sog entstanden, das musste ich einfach tun. Bei mir wird es schwierig, wenn jemand mich anruft und sagt, hör mal, wir haben da das und das uns überlegt und da brauchen wir jetzt einen Song für, du sollst das jetzt irgendwie dann auch irgendwie propagieren. Das wird schon schwieriger. Das ist auch schon passiert und es hat auch funktioniert, damals, als wir Aschu in Köln gemacht haben, wo diese Ja. Riesendemonstration am Globusplatz war. Ich war da sehr skeptisch am Anfang. Also es hieß, wir treffen uns jetzt, die ganzen Kölsch singenden Acts, wir treffen uns und wir wollen was machen. Wir wollen irgendwie gucken, das war ja zu der Zeit, als zum ersten Mal die Asylantenheime brannten. Ich habe aber gemerkt, als wir uns getroffen haben, dass das alles für alle sehr, sehr dringend war und dass ich da auch kein Misstrauen mehr gespürt habe, von wegen, ach, die wollen das sowieso nur, damit sie irgendwann mal auf einer größeren Bühne stehen oder also das Ganze, das war auf einmal alles weg. Auf einmal waren wir tatsächlich zu einer Einheit geworden. Und dann habe ich dann tatsächlich auch zusammen mit dem griechischen, mit dem kölschen Griechen Nikitakis dieses Lied geschrieben. Er hat die Musik gemacht, ich habe den Text geschrieben. Und das hat dann auch wirklich für mich, ja, soll man sagen, das war auch mein Ding. Das war dann, man musste mich nicht dazu überreden. Man musste jetzt nicht sagen, komm, jetzt mach doch mal. Sondern das kam dann doch wieder aus mir raus. Es gibt wahrscheinlich auch Gegenbeispiele, wo ich, gut, ich kriege natürlich auch jeden Tag mindestens oder jede Woche mindestens drei, vier Anfragen, wo ich jetzt mich hinterstellen soll, was ich natürlich alles gar nicht machen kann, sondern zeitmäßig. Außerdem habe ich den Eindruck, dass ich mich da inflationieren würde, dass dann irgendwann auch der Punkt kommt, wo man sagt, wenn die denken wieder, was hat er denn jetzt schon wieder? Wo steht er denn jetzt schon wieder drunter? Du musst da wirklich aufpassen, dass du jetzt nicht einer derjenigen wird, wo man drüber liest. Das muss dann auch wirklich was sein, wo so jetzt mit voller Kanne, sonst oder besser gar nicht. Aber in den 60ern war es ja schon so, dass man Dylan im Grunde als Protestsänger, nannte man das, eingepreist hat, und dich oder euch ja im Grunde auch, wenn man so ein, also klassische Protestzeilen, so ein Plan uns bloß nicht bei euch ein vom 10. Juni oder
diese Reagan-Zeile in All Männer, All Glatt, Schauspieler, die in Schmierentheatern durften, mangels Freiheit. Ja, das war aber gefühlt. Also Rockmusik, Rocktexte handeln ja immer von Gefühlen. Ob das jetzt um Liebe geht oder um Hass oder um Angst. Ja, also diese Angst und die Wut, das sind alles Gefühle. Und bei solchen Texten wie bei All Männer, All Glatt oder bei Widerlich, ich habe diesen Zorn verspürt und der musste raus. Also habe ich dieses Stück geschrieben. Das war 1:1. Und dieses 10. Juni, dieses Planlos Lustig bei euch enden, das war ja unmittelbar nach dieser großen Demonstration, wo der Reagan hier auch beim Gipfel war und war auf der anderen Rheinseite. Der war in Bonn und wir waren in Bonn-Beulen, haben dieses Ding da gespielt. Was sehr imposant war. Es war schon auch toll zu erleben, wie viele Leute gesagt haben, so jetzt reicht's mal mit diesem ewigen Hochrüsten. Die zündeln. Ja, das war, diese Angst habe ich gespürt. Deswegen ist dieses Lied auch so formuliert worden. Plant uns bloß nicht bei euch ein. Also wir wollen nicht immer so weitermachen, wie ihr das jetzt die ganze Zeit schon gemacht habt. Also von über Vietnam und weiß der Geier hin, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das anders machen, wir wollen das anders lösen. Das ist natürlich nicht immer einfach. Natürlich ist das nicht einfach. Weil wie begegnest du so einem Lukaschenko jetzt? Was machst du? Du sitzt wirklich dann auch abends dann rum und denkst, scheiße, wie kriegt man diesen Typ dann auf die Reihe? Wie geht das denn? Ja? Und am besten in kluger Form, aber ich weiß noch nicht genau wie. Es ist furchtbar. Ja, nee, das ist wirklich furchtbar. Wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie sofort verraten. Aber dafür wählen wir ja hoffentlich Volksvertreter, die das mit Geschick hinkriegen. Ich glaube, ich würde das aus der Jacke springen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr kann ich da nur auch als ehemaliger Katholik sagen. Aber die Frage ist ja schon, also ich habe ja damals gedacht, dass Rock'n'Roll und Protestsongs die Welt verändern. Also Dylan-Songs, deine Songs, wie siehst du das heute? Also wenn, dann ist das ein Mosaiksteinchen, wo man etwas beiträgt, wo man dadurch, dass man selber in seiner Kunst, ob du ein Buch schreibst, ob du ein Bild malst, ob du einen Film machst oder ob du Lieder schreibst, wo du das beleuchtest, weil du deine Denkweise mit deiner Denkweise etwas formulierst und somit einfach auch weitergibst, jemand anderem weitergibst und aufforderst eigentlich, denk doch mal darüber nach, dass dadurch irgendwie etwas zustande kommt. Habe ich mir niemals eingebildet, mit einem Lied oder mit einem Bild oder mit irgendwas einen bestimmten Zustand ändern zu können. Mhm. Dann wird es auch relativ schnell zum Politrock. Und mit Politrock habe ich immer ein Problem gehabt. Das war immer so Politrock bevormundet. Und das ist bei mir, mich kann man nicht gut bevormunden. Wenn man versucht, mich zu bevormunden, bin ich weg. Okay. Kann ich nichts mit anfangen. Es gibt eine, finde ich, ernüchternde, aber auch wunderbar klare Erkenntnis von Dylan, die ist in seiner Autobiografie Chronicles, und der sagt da, ganz egal, was man sagt, es ist nur Gestammel. Das ist natürlich erschütternd im Grunde von so einem großen Aber ich weiß, was er meint. Ja, was? Es ist so ähnlich, wie ich eben versucht habe, zum Thema Lukaschenko was zu sagen. Das war eigentlich Gestammel. Eigentlich war das Gestammel, ein ratloses Gestammel. Aber ja, weil es keine Antwort gibt. Nein, es ist wert, darüber nachzudenken, dass wir alle darüber nachdenken. Wie kriegt man das auf die Reihe? Aber weil man versucht, seine Ratlosigkeit zu formulieren, dem einen gelingt das ohne Gestammel, dem anderen gelingt es elegant, beim dritten wird es dann tatsächlich zu Gestammel. Aber ratlos sind wir ja alle in so einer Situation. Ja.
Und jetzt sollte ja Dylan im Grunde seinen Jüngern eigentlich, du hast schon das gesagt, er hat sich verweigert, aber er sollte eigentlich immer alles erklären. Er sollte sein Leben erklären, er sollte sein Werk erklären, er sollte die Welt erklären und hat es nicht gemacht. Und du, das hast du gerade auch schon angedeutet, hast eigentlich bereitwillig versucht zu erklären. So, was ist denn besser oder was ist denn klüger oder wie kommt man weiter? Also, ich bin auch ein kommunikativerer Typ als der Dylan. Ja, Eindeutig. also der, sag mal, Bruce ist ähnlich drauf. Der ist auch jemand, den kannst du, mit dem kannst du dich über alles unterhalten und er wird immer versuchen, dir seine bestmögliche Antwort zu geben. Das wird er immer versuchen. Bei mir ist das ähnlich. Bei Dylan ist das so, teilweise wird er wahrscheinlich denken, was gibt das denen an? Auf der anderen Seite ist er auch wirklich schüchtern und ich glaube auch nicht besonders selbstbewusst. Also die letzten Interviews, die ich von dem gesehen habe, das waren die Fragen waren aufgeschrieben und die hat sein Manager ihm gestellt und nur die Antworten wurden gesendet. Also das ist schon. So könnte ich gar nicht arbeiten. Also ich könnte, wenn du jetzt Fragen hättest und ich würde die erst über meinen Manager, was in dem Fall wahrscheinlich dann meine Frau wäre, meine Frau würde mir die Fragen stellen, ich könnte die der gar nicht beantworten. Ich denke, weißt du doch sowieso, was soll ich denn jetzt noch großartig erzählen? Also ich bin entweder in dieser Situation drin, dass ich jemanden eine Frage beantworten will, kann, sollte, oder ich bin da nicht drin. Also ich würde da vom Typ her gar nicht funktionieren. Also das finde ich jetzt einen faszinierenden Satz, den werde ich auch mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich versuche, die bestmögliche Antwort zu geben. Ist das, hast du es spontan gesagt oder ist das sozusagen dein Grundlebensprinzip? Nö, du hast mich gerade gefragt und Ja. das ist mir gerade eingefallen, doch. Das ist also ist kein Merksatz, der jetzt irgendwie irgendwo steht. Nee, nee. Jetzt schon, jetzt merke ich merke ihn mir jetzt. Okay, Günther Jauch frage jetzt mal, welchen Song, mal testen irgendwie, ob du Experte bist, welchen Song hat Dylan bei seiner Never-Ending-Tour am häufigsten gespielt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich nehme an, dass er als Zugabe den Leuten immer Gefallen getan hat, Blowing in the Wind zu spielen. Ja, okay, also häufigste Song ist All Along the Watchtower 2000. Siehst du? Das ist Ja. aber deswegen, der ist so begeistert von dieser Dylan-Version. Er spielt ja nahezu von dieser Hendrix-Version. Der spielt das Lied ja in dieser Version. Ja, das stimmt, Ja, das ist ja, ja. total Und interessant. ist er total begeistert von. Okay, 2208 Mal jedenfalls hat er diesen Wahnsinn. Song gespielt. Man müsste dann ja können, ne? Hast du auch einen Song 2208 Mal gespielt? Ich kann es gar nicht Also, ausrechnen, was das bedeutet, weiß gar nicht. ich denke, dass wir so ziemlich bei jedem Konzert verdammt lang hergespielt haben. Ja. Außer als wir 1987 in China waren. Weil, obwohl man uns vorher gewarnt hat, in China gibt es keine Zugaben, haben wir einfach nicht geglaubt. Wir hatten das für die Zugabe aufgespart. Und in China gibt es keine Zugaben. Es gibt sie nicht. Nach dem Chinesen damals, jedenfalls 87, nach ihrem Selbstverständnis, ist das unhöflich. Wenn Ja. du dann Klempner bei dir beschäftigt hast, der soll dir die Spüle reparieren und du sagst, das hast du aber toll gemacht, jetzt kannst du mal auch noch ein Klo reparieren, dann ist das ein Affront. Jeweils damals war das so. Und wir Okay. haben bei der China-Tour kein einziges Mal waren 9 Konzerte. Wir haben kein einziges Mal verdammt lange hergespielt, aber ansonsten wahrscheinlich immer. Ja, okay. Jetzt bist du für das Buch irgendwie, du hast es auch schon gesagt, das war eigentlich eine Art der Dokumentation. Und du hast das im Grunde, ja, wie soll ich sagen, aus dem Gedächtnis zweitverwertet, wäre so ein bisschen flapsig jetzt gesagt. Und du hast im Grunde Orte aufgesucht, die für Dylan irgendwie oder für die Dylan-Rezeption wichtig sind. Also New Yorker Greenwich Village. Duluth im Norden von Minnesota, Hibbing ein paar Meilen weiter, auch Minnesota, Woodstock und auch Hyde-Ashbury in San Francisco.
wo ich nicht genau gewusst habe, was das jetzt, warum das für Dylan jetzt entscheidend ist. Warum das für Dylan entscheidend ist. Ja, das ging, glaube ich, in dem Fall um diese ganze 68er-Geschichte, wo er reingezogen werden sollte, sich aber dann auch wieder geweigert hat. Und es ging natürlich um San Francisco. Da geht man natürlich, Hyde Ashbury geht man auch vorbei. Also Dylan ist keiner, der da jetzt mit den Hippies abgehangen hat. Das war auch nicht das Wichtigste. Also San Francisco war eigentlich das Wichtigste dieser Bookstore von Ja. Ferlinghetti, wo die ganzen ersten Beat-Poeten alle veröffentlicht wurden. Das war schon, also das war eigentlich das Wichtigste, wo Dylan dann auch, gibt es auch Fotos von, wo der dann diesen Laden da besucht hat und auch Lesungen mitgemacht hat von Ginsberg und da gibt es auch das Beat Museum, auch sehr interessant, schräg gegenüber. Ja, das war, kann man sagen, was haben wir noch in San Francisco? Ja, das war, und dann halt insgesamt Kalifornien, wo er dann zum ersten Mal an der Westküste gespielt hat. Die Festival, Monterey Festival, wo er dann zum ersten Mal gespielt hat, wo er dann auch mit Joan Baez noch zusammen war. Spielte dann in dieser Gegend. Und dann sind wir ja dann runter nach LA, wo dann deutlich mehr passiert ist. Ach so, Carmel Valley wartet da auch, wo Joan Baez ja gelebt hat. Nee, wir sind leider da nicht lang gekommen, weil auf der Highway 1 ein Erdrutsch stattgefunden hat. Wir hatten eigentlich vor, da runterzufahren, wunderschön, da jetzt von San Francisco bis LA am Meer vorbeizufahren. Aber da war ausgerechnet ein Erdrutsch und wir konnten dann auch nicht das Steinbeck Museum konnten wir auch nicht besuchen. Hatten wir eigentlich alles vor, ging aber nicht. Und dann sind wir dann auf der anderen Seite von diesem Gebirgszug Ja. im Nachttrip gefahren. Also unspektakulär da auf dem Freeway, dann Ja, 45 das Meter. war schade, war schon schade. Okay. Hibbing wollte ich noch fragen und Duluth, kann man da tatsächlich, wenn man da hingeht, also was findet man da an Dylan? Man findet nicht viel. Also man findet, also Hibbing ist eine sterbende Stadt. Hibbing ist irgendwann ist halt Rust Belt. Diese Industrie in Amerika geht komplett in die Knie. Diese Stadt, also so viele An- und Verkaufsgeschäfte wie in dieser Stadt habe ich nirgendwo anders gesehen. Vielleicht noch in Butte in Montana, wo ich mit Wim Wenders war, Oh. das ist auch so eine Stadt, wo ungelogen, jeder zweite Laden ist ein An- und Verkaufsgeschäft. Weil die Leute ihren Kram nicht mitnehmen, die wollen das lieber dann da. Und ja, ist schon eine sehr traurige Atmosphäre da. Also, da funktioniert eigentlich so gut wie nichts mehr. Wobei Duluth, das geht noch. Das ist halt immer noch eine Hafenstadt, wo so Sachen über den St. Lawrence Strom, diesen Seeweg geht ja bis ins Meer. Also man kann da über verschiedene Staustufen kann man schwere Sachen transportieren per Schiff. Das funktioniert halt immer noch. Aber eine besonders reiche Stadt ist das auch nicht. Okay. Jetzt in dem Buch, das ist ja das Prinzip auch dieser Bücher, erzählst du eben nicht irgendwie klassisch biografisch über Dylan, logischerweise, sondern du erzählst über Dylan und dich, ne? Und man kann aber auch so ein bisschen rauslesen, dass Dylan zwar immer da war bei dir, aber schon mal stärker und dann auch mal Ja, wieder ja, weniger stark. ja. Ja, das war, also ich habe ja 70 angefangen, Malerei zu studieren und mich dann auch sehr auf dieses Malereistudium konzentriert, habe dann meine Platten gehört, die ich vorher hatte und ab und zu bin ich auch mal zu Konzerten gegangen. Ich glaube, ich bin zu jedem Rory Gallagher-Konzert gegangen. Den fand ich sensationell, bin ich auch nach wie vor sensationell und
Hab aber dann die Dylan-Platten so ab Nashville Skyline und Self-Portrait. In welchem Jahr sind wir jetzt? Anfang 70er. Müsste ich ab hinten dieses schöne, dieses schöne, manche sagen, es wird aussehen, als wenn mein Vater die Buchführung gemacht hat. In welchem Jahr sind wir da? Da sind wir jetzt bei Nashville Skyline 69, Self-Portrait 70, New Morning 70, Pat Garrett, Billy the Kid 73. Bei Planet Waves wurde es dann wieder deutlich besser. Ja, und ich habe 75, 76 habe ich Zivildienst gemacht. Und durch den Zivildienst bin ich Dylan wieder näher gekommen, ganz einfach, weil der Kollege, mit dem ich zusammen Essen auf Rädern rundgefahren hatte, der hat sich die ganze Zeit, was Dylan betrifft, auf dem Laufenden gehalten. Der wusste dann genau Bescheid und hat mich dann nochmal missioniert, hat mir das dann vorgespielt, was es in der Zeit alles an Gutem gab. Und dann kam natürlich auch dann Blood on the Tracks raus und Desire, und da hat er mich komplett wieder. Da war ich dann wieder komplett, weil auch, ich glaube auch so, Desire war auch so ein Album, was für viele Leute so was etwas Mutmachendes war, weil zu der Zeit gab es Punk, das war auch sehr mutmachend, dass man mit drei Akkorden losziehen konnte. EAD, wir gehen auf Tournee, das konnten wir gut machen. Ja. Und es waren einfache Songstrukturen, und es war eben nicht so wie Pink Floyd oder Genesis oder Emerson, Lake and Palmer, diese Art-Rock-Geschichten, wo du als kleiner Rock'n'Roller dachtest, du lieber Gott, wie machen die Klänge da, wie geht denn sowas? Und das wird ja unheimlich kunstvoll, und so musikalisch waren wir alle nicht. Und auf einmal kam da die Möglichkeit an, dass man Songs spielte. Viele Jahre später, R.E.M. war das Gleiche. Das erfolgreichste Album von R.E.M. war ein Album, was an jedem Lagerfeuer gespielt wurde, mit zwei akustischen Klampfen. Das war diese Lagerfeuertauglichkeit. Es ist immer unglaublich wichtig für so eine Identifikation von jemandem, der von einem Song ergriffen wird und versucht, ich probiere das jetzt auch mal auf meiner Gitarre, ob ich das hinkriege. Ja. Das ist ja etwas Wunderschönes. Übrigens, was auch genial ist hier, ist ja, stehen ja nicht nur die Alben von Dylan, sondern es steht auch immer, wer gerade der US-Präsident war, was übrigens wirklich total hilft, ne? Weil man denkt, ach ja, genau, Ronald Reagan, so Jimmy Carter. Ja, das ist, ich bin da ich glaube, ich bin in dem Buch genau an der Stelle, wo ich auch schreibe, wo er mir eben erzählt, wo der Dylan diesen Orden bekommen hat und der Obama, wo der Obama ihm die Schulter getätschelt hat und er zurückgetätschelt hat. Genau an der Stelle habe ich gesagt, das muss ich jetzt mal machen. Ich muss jetzt mal die Liste machen, wer in welchem Jahr, wo er mit welchem Album zugange war, wer da gerade Präsident war. Und ich fand das hochinteressant. Das hat mich eine ganze Zeit lang aufgehalten, weil ich immer wieder überprüft habe, stimmt. Es ist tatsächlich, teilweise war das auch wirklich, das Erscheinungsdatum war teilweise auch noch, also der Monat sogar, ob das gerade noch so stimmte. Es war sehr interessant, und ehrlich gesagt, ich gucke da ab und zu immer mal wieder rein, wenn ich wieder irgendwie sowas habe, wo ich mir nicht so ganz schlüssig bin, wann, zu welcher Regentschaft das war. Ich meine, ich irre, ne? Love and Theft am Tag, am 9/11 erschien. Okay, ja, genau. Jetzt hast du viele Songs übersetzt und du sagst, oder ich fange mal anders an, Songs gehört, wo du viele Jahre gebraucht hast, um überhaupt was mit den Texten anfangen zu können. Also Sad-Eyed Lady of the Lowlands nennst du zum Beispiel, wo man es hört man jahrelang oder jahrzehntelang und erst irgendwann fängt man an zu verstehen oder zu ahnen. Einzelnes, noch lange nicht alles. Okay. Das ist ja auch eine unheimlich poetische Sprache, wo mit Bildern gearbeitet wird, wo das nächste Bild schon wieder das vorhergehende, konterkariert kann man nicht sagen, aber schon wieder aufhebt und das dann wirklich so wie mit einem weichen Pinsel gemalt ineinander übergeht.
Es ist schon ein großartiges Stück, Sad Lady of London. Höre ich mich auch nie satt dran an dem Stück. Aber da gibt es mehrere. Da gibt es nicht mehrere, da gibt es viele von. Also gerade auch diese rätselhaften teilweise, die mich immer wieder reinziehen. Also Sad Eyed Lady von Blond on Blond, und dann sagst du jetzt aber, der große gesungene Beipackzettel zu diesem Song ist Sarah von Desire. Ja. Das musst du mir erklären, was heißt das? Ja, bei Sarah singt er ja, I wrote Sad Eyed, staying up 4 days in the Chelsea Hotel, staying up 4 days in the Chelsea Hotel, writing Sad Eyed Lady of the Lowlands for you. Also war schon mal klar, für wen er es geschrieben hat. Und Sarah ist ja eigentlich ein Stück, das eigentlich noch auf Blood on the Tracks gehören würde. Weil bei Blood on the Tracks hat er ja nur gewütet, geschimpft, gebettelt, verflucht, weil er seine Beziehungen wieder auf die Reihe kriegen wollte und hat es dann letztendlich dort nicht geschafft. Und Sarah war wahrscheinlich so der letzte Versuch, mal im Guten sentimentale Erinnerungen hervorzukitzeln. Ich weiß gar nicht, ob der das, doch, bei der Rolling Thunder Review hat das auch tatsächlich live gespielt, wo sie dann auch da war, wo sie im Publikum sitzt und hört sich dann dieses Stück an. Das ist auch schon eine Vorstellung, mein lieber Mann. Okay, und jetzt sagst du irgendwie, das macht Spaß, Dylan zu übersetzen, ist aber auch ziemlich schwierig, und es gibt auch Songs, aus deiner Frühzeit, wo du irgendwie heute sagen würdest, Ja. Paradebeispiel ist Like a Rolling Stone. Das war wirklich in so einem sentimentalen Augenblick übersetzt. Wir haben es dann immer live gespielt. Das live war das auch wunderbar. Und dann haben wir es dann auf das Album gepackt, ja, auf das von drinnen oder draußen Album. Und das, wann immer ich das gehört habe, habe ich gesagt, scheiße, das kannst du besser. Das, aber mach jetzt mal, das ist ein Millionseller, dieses Album. Änder jetzt mal fundamental so einen Text und spiel den dann live. Denken die Leute, der hat sie nicht mehr alle. Was singt er denn jetzt auf einmal? Ja. Und da wir genug eigene Stücke haben, habe ich mir gedacht, komm, lass das einfach mal. Ab und zu spielen wir es. Und zwar immer dann, wenn irgendwie angloamerikanische Kollegen dabei sind, wo man irgendwie eine Session spielt, und Like a Rolling Stone kennt so ziemlich jeder. Das kann man dann auch wunderbar auch als Session spielen. Verteilt man die Strophen und dann geht das schon in irgendeiner Form. So, ich habe noch ein paar Fragen hier, die aus dem Chat kommen. Eine ist von Steffen. Er sagt, vielleicht weiß Wolfgang, das gibt's vom Song mit Dave Stewart aus der Dylan-Doku einen kompletten Mitschnitt. Das wird es wahrscheinlich geben. Allerdings, dass die Produktionsfirma, die das Ding gemacht hat, das ist da schwer, das dann da rauszukriegen. Also natürlich gibt's da eine Tonaufzeichnung von, sonst hätten wir es ja nie im Film gehabt. War ein sehr schönes Ding mit Dave Stewart, dieses Just Like Tom Thumb's Blues zu spielen. Das war also ein wunderbarer Moment, wo per Zufall, wir haben uns ja die Strophen aufgeteilt, und er singt dann, If you see Sand Annie, please tell her thanks a lot. Ganz unfreiwillig, als wenn er dann nochmal Annie Lennox gedankt hätte. Ja, okay. Zufall. Oh, sorry. Jetzt hat Dylan vor einiger Zeit die Rechte an seinen Songs irgendwie verkauft, und zwar für geschätzte 300 Millionen Dollar. Matthias Joss sagt, was hält Wolfgang von diesem Verkauf der Rechte? Das ist absolut seine Sache. Also ich denke, der hat eine große Familie, der weiß, dass er 90 ist, und ich glaube, die sollen alle was zum Erben haben. Das ist schon okay. Das ist absolut seine Sache. Der ist uns da keine Rechenschaft darüber schuldig. Okay, Uli Grunert sagt, in Deutschland finden im kommenden Sommer 4 Ausstellungen mit künstlerischen Werken von Bob Dylan statt. Eine Ausstellung auch in der Queens Kunstgalerie Köln. Wirst du dir das anschauen, und wie beurteilst du das malerische Werk? Also das ist ein bisschen problematisch mit dem malerischen Werk. Es gibt Bilder, wo ich sage, wow, tolle Bilder. Also beispielsweise das Cover von The Band von Big Pink, das er gemalt hat. Ist ein ganz, ja, fast naiven, expressiven, also wie ein Kind gemalt, aber es war sehr malerisch. Hat mir sehr gut gefallen. Dieses Cover hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
das Cover von Self-Portrait, okay, kann man auch, aber also hat mich nicht vom Hocker gehauen. Aber dieses und dann gibt es natürlich jede Menge Bilder, was habe ich eben gesagt? Hinter jedem guten Maler steht auch ein guter Wegwerfer. Ja, ja. Okay. Also ich war auch keinen guten Wegwerfer. Gut, jetzt Ralf Simon, jetzt kommen die berüchtigten Fragen. Welche vier Dylan-Alben sind für dich unverzichtbar? Und er sagt dann gleich noch, Desire ist ja klar, aber welche anderen drei sind es denn? Ja, da wird das schon schwierig. Also auf jeden Fall ist wichtig, Bringing It All Back Home. Ja. Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht Blonde on the Tracks dabei. Nee. Und Desire hat das schon vorausgesetzt. Ja. Also ich nehme, auf jeden Fall müssen es fünf sein. Okay. Also ich könnte aber ohne Ende weitermachen. Also Oh Mercy muss dabei sein. Jetzt. Das letzte muss dabei sein, natürlich. Ach so, ja, okay. Joan Baez, wir kommen jetzt zum Ende. Die hat irgendwann mal über Bob Dylan gesagt, ich weiß nicht, was er für ein Mensch ist. Und dann dachte ich mir, das ist doch irgendwie auch deprimierend, oder? Also möchtest du, dass deine Frauen das über dich sagen? Oder ist das die große Wahrheit, die von Dylan ausgeht? Da ich ihn wirklich nur zweimal getroffen habe, und ich kann mir da kein Urteil darüber erlauben, ganz bestimmt. Ich halte also Joan Baez für eine sehr, soll man sagen, eloquente Frau, die auch immer zu ihrem Ding gestanden hat und die ja, so fast vornehm, also eine sehr vornehme Lady, die sich schon genau überlegt, was sie sagt. Das bewahrt natürlich auch nicht davor, dass sie teilweise Songs geschrieben hat, die sie mal besser nicht geschrieben hätte. Song to Bobby finde ich ziemlich unverschämt. Ja, ja. Ja, aber kann sie machen. Aber sie ist da, glaube ich, kompetenter, das zu beurteilen als ich, mit Sicherheit. Okay. So, jetzt Schlussrunde. Kurze Antworten. Sagt man immer so. Wegen mir kannst du auch länger antworten. Bruce Springsteen hat gesagt, Elvis hat unseren Körper befreit, Dylan unseren Geist. Ja. Ist so. Ja, und ich habe gesagt, der hat den Rock'n'Roll textmäßig vom Verblöden bewahrt. Ja, okay. Ja. Also das ist so, das stimmt so. Und jetzt vielleicht hätte es auch ein anderer irgendwann gemacht, aber ich wüsste jetzt keinen, der jetzt danach gekommen ist, der diese Rolle auch besetzt hätte. Cohen hat tolle Stücke geschrieben, aber lassen wir ehrlich sein, an Dylan kommt er nicht ran. Ray Davies hat ganz tolle Stücke geschrieben und auch nicht unbedingt von Dylan beeinflusst, aber auf einer anderen Ebene. Stimmt schon. Nee, du hast ja auch geschrieben oder gesagt, dass im Grunde Dylan auch der Grund ist, warum die Beatles den Arsch hochgekriegt haben. Ja, ganz genau. Ja, ja, das stimmt. Ja. Sagen die Beatles aber selber auch. Okay, was wäre denn die musikalischste Platte zum Musikhören? Also nicht zum Mitdenken von Dylan, sondern zum Musikhören. Oh. Also ich glaube, dass Oh Mercy eine sehr gute Platte zum Musikhören ist. Oh Mercy. Okay. Ja, also ich glaube schon. Und jetzt noch von Daniel Lanois produziert. Ne? Also wer Daniel Lanois nicht kennt, hat jede Menge U2 produziert. Ein toller Produzent, sehr fantasievoll, sehr eigene Art und Weise daran zu gehen. Also für mich mit Rick Rubin zusammen der größte Produzent. Naja, das sind wir jetzt in den mittleren 80ern, ne? Oder so ungefähr. Das ist ja praktisch so ein Album, wo Dylan eigentlich auch sehr ratlos war, ob ihm jemals nochmal sowas gelingt. Und Daniel Lanois hat ihm da wirklich richtig aus der Patsche geholfen. Und dann später hat er, ein paar Jahre später, hat er noch ein Album mit ihm aufgenommen. Time Out of Mind. Das hat er auch produziert. Auch großartig. Ja. Okay, und jetzt ganz zum Schluss, Like a Rolling Stone hatten wir, aber was wäre denn daneben noch, jetzt was die Songs angeht, für dich? Die Hard Rain's Gonna Fall. Ja. Hard Rain's Gonna Fall. Also ich fand das auch so irre,
dass die Patti Smith, die ja in Vertretung den Literaturnobelpreis abgeholt hat, dass die wirklich auch dieses Stück in seinem Auftrag singen sollte. Er weiß schon ganz genau, wo er sich da zu bedanken hat. Das war eigentlich auch wiederum seine Hommage an Ginsberg, weil er hat sehr viel von Ginsbergs wichtigsten oder bedeutendsten Gedicht, nämlich von Howl, gelernt. Ja. Dann hätten wir es eigentlich soweit. Möchtest du noch was sagen? Nein, ich bin... es ist schön, sich mit dir zu unterhalten, und jede Menge Sachen, die jetzt in den ganzen Interviews zu meinem Geburtstag und zu dem Buch alle nicht stattgefunden haben. Sehr gut. Ja, okay. Ja. Und dann moderiere ich jetzt ab, oder? Ja, moderiere mal ab. Ja, okay. Also, meine Damen und Herren, das war der Taz-Talk mit Wolfgang Niedeken. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Wolfgang Niedeken über Bob Dylan, erscheint bei Kiepenheuer & Witsch, kostet 14 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Taz-Talk, Wolfgang. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal außerhalb von dem Ding hier. Das wäre sehr schön. Ich sage auch noch danke allen, die zugeschaut haben. Dank an Peter Rohrmann, der diese Sendung von der Taz-Kantine aus geleitet hat. Mein Name ist Peter Unfried. Und das war's. Bleiben Sie der Taz gewogen und Bab selbstverständlich auch. Und hoffentlich bald wieder im Live-Konzert. So, mach's gut. Ja, Servus und Ade. Tschüss. Ciao.